Ein wunderschöner Morgen erwartet uns hier in unserer kleinen süßen Minecraft-Welt, meine lieben Freunde. Ich befinde mich gerade auf dem Balkon unseres in der letzten Folge gebauten Baumhauses. Da habe ich sehr viel positives Feedback von euch bekommen. Dafür wollte ich mich einfach mal bedanken. Das freut mich sehr, dass euch das Baumhaus gefällt. Von außen können wir uns den Apparat hier auch nochmal anschauen. Den finde ich echt richtig süß. Ich drück nix, Digga. Und heute, meine lieben Freunde, kommen wir auch endlich zu dem Thema, worauf ihr alle gewartet habt. Das machen wir in einer anderen Folge. Keine Ahnung, warum ich mich darüber so freue. Das wird hier heute das wirklich mit Abstand langweiligste Video des kompletten Projekts. Von daher, wenn ihr auf... Hey, Schwein, hey! Tut mir leid. Wenn ihr eher auf Action steht, dann schaltet in der nächsten Folge ein. Da werden wir nämlich in die Hölle gehen. Das zweite Mal. Und diese Folge kommt morgen schon online. Wir haben hier auch überhaupt keine Sortierung in unseren Kisten und so. Das werde ich, denke ich, in der übernächsten Folge machen. Hier vorne sind sogar noch unsere ganzen Ärzte drin, aber... Ja, eigentlich sinnvoll. Wir starten mit der Inselreparatur, meine lieben Freunde. Und dafür nehme ich mir erstmal eine Menge Sandstein mit und den ganzen Krams, den ich hier nicht mehr brauche. Bruchstein, Andesit, Granit, Diorit, Stein. Was gibt's hier alles für Steine in Minecraft? Zunächst einmal würde ich sagen, starten wir hier vorne unter unserem Haus. Denn wenn ich jetzt hier beispielsweise einfach mal einen Block wegnehme, seht ihr schon, oh Gottchen, da geht's ordentlich ab. Das wird, glaube ich, eine ziemlich lange Folge heute. Von daher habe ich unter meinem letzten Video eine Menge Kommentare gescreenshottet, eine Menge Fragen, eine Menge Anregungen mir rausgesucht, über die ich heute so ein bisschen quatschen könnte. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit diesem Kommentar. Frage für die Inselreparaturfolge: Wann kommt die Inselreparaturfolge? Ja, ich weiß, es tut mir auch leid. Ich habe die Inselreparaturfolge einfach seit Wochen vor mir hergeschoben, weil das wirklich mit Abstand die langweiligste Folge heute wird. Es tut mir auch leid, das so zu sagen. Wie bereits gesagt, wenn ihr eher Action wollt, dann schaltet morgen ein, dann gehen wir wieder in die Hölle. Aber heute müssen wir wirklich einfach hier alles mal so ein bisschen zubauen, weil ich halt nicht möchte, dass wir irgendwo runterfallen und dann in so einer fetten Höhle landen. Ich habe bisher nur das hier zugebaut. Dementsprechend brauchen wir noch deutlich mehr Ressourcen. Wir gehen jetzt erstmal runter, denn wir haben ja hier unten so einen kleinen Gang, wo wir dann so ein bisschen Strip-Minen können. Vielleicht kriegen wir da ja auch irgendwie Diamanten oder noch ein paar Erze. Das wäre ja eigentlich auch ganz cool. Aber ich will mich jetzt nicht die ganze Zeit von meinem Cobblestone-Generator da stellen. Würde allerdings sagen, dass wir an der Stelle auch direkt mit der nächsten Frage weitermachen. Wo war denn das hier, ne? Hab ich das zugebaut? Warum hab... Was hier? Anni hat geschrieben, du könntest darüber reden, wie sich dein YouTube-Kanal aufgebaut hat. Denke, das könnte spannend sein. Ich habe ehrlich gesagt einfach mit YouTube-Videos angefangen, weil ich damals die Videos von Gronkh so cool fand. Und er hat damals Minecraft aufgenommen. Dann dachte ich mir, hey, das kann ja nicht so schwer sein. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Und es war extrem schwer. Ich habe eine Menge Dislikes bekommen, aber ich hatte Spaß dran. Damit zwar die ersten Jahre überhaupt kein Geld verdient, aber ich hatte einfach Spaß daran. Und ich glaube, das ist das Wichtigste auf YouTube. Larissa fragt, welche Stadt in Deutschland würdest du gerne mal sehen, in der du noch nicht warst? Also die Städte in Deutschland, die ich... Warum ist hier... Ist das Gold? Ja, das ist Gold. Ist das... Wir haben Diamanten. Ich gehe jetzt einfach mal nach oben meine Glücksspitzhacke holen. Ey, das ist doch echt Wahnsinn. Wir meinen darum, weil ich Cobblestones haben will. Und was finden wir? Diamanten. Ey, das ist so geil, diese Map. Ich feiere es unnormal. Aber naja, um auf deine Frage einzugehen, Larissa. Die Städte, die ich cool finde, in denen war ich ja selbstverständlich schon. Weil ich das halt cool finde und deswegen auch gerne dahin gefahren bin. Hey Schwein, wie geht's? Ja, wie geht's? Sorry. Eine Stadt, in die ich auf jeden Fall gern mal reisen würde, wäre raus da. Zack. Baden-Baden. Ist jetzt nicht so eine Weltmetropole, aber man hört ziemlich viele mal über Baden-Baden, dass es ziemlich geil sein soll. Ich würde allerdings sagen, wir machen direkt weiter mit der nächsten Frage. Und zwar kommt die von Lulu. Und zwar hat sie gefragt, wie bist du darauf gekommen, dass die Tiere, Villager und so weiter reden können? Ich habe mir da wirklich nicht viel bei gedacht, sondern halt einfach, hey, die Tiere in Minecraft, die gucken einen halt häufig an, wenn man da irgendwie mit denen redet und so weiter und so fort. Das könnte ja vielleicht ganz lustig sein, wenn ich denen dann einfach was über den Kopf schreibe. Dass das aber so gut bei euch ankommt, hätte ich wirklich niemals gedacht. Von daher nochmal da auch danke für euren Support. Ich weiß, ich sage viel zu häufig danke für euren Support, aber es ist auch einfach nicht selbstverständlich. Meine Frage wäre, wie viele Inseln du um die Hauptinsel bisher geplant hast? Also Tierinsel, Fichteninsel etc. Ehrlich gesagt habe ich mir da bisher noch gar keine richtigen Gedanken drüber gemacht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass... Oh, da drunter ist direkt Lava. Okay, dann baue ich die mal ganz kurz ab. Hier ist es jetzt zwar ein bisschen dunkel, aber ich hoffe, man kann es trotzdem so ein bisschen erkennen. Schauen wir mal, wie viele Diamanten wir rausbekommen. Hier vorne ist sogar noch ein Diamant. Oh, ich ertrinke. Alter, ich habe überhaupt nicht mehr dran gedacht, dass wir unter Wasser sind. Oh mein Gott, gib Gas. Gib Gas. Alter. Halbes Leben einfach weg. Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch gar keine richtigen Gedanken gemacht. Ich überlege mir das immer von Folge zu Folge, wie ich vorgehe und habe jetzt keinen perspektivischen Plan, wie das Projekt und meine Insel in 3 Wochen aufgebaut sein soll. Das entscheide ich immer von Folge zu Folge. Allerdings finde ich den Gedanken ganz cool, dass alles so ein bisschen so wird wie die Malediven.
Also ganz viele kleine, was ist das? Ah, Stein. Also einfach ganz, ganz viele kleine Inseln und dann kann man immer von Insel zu Insel rüber und so weiter und so fort. Ich muss übrigens wieder nach oben, weil ich keine Fackeln mehr habe. Meine Frage, kannst du mal richtig, richtig lange Folgen machen? So welche, die 30 bis 40 Minuten lang gehen? Das ist tatsächlich der Kommentar, den ich am meisten lese unter meinen Videos. Und da muss ich leider so ernüchternd antworten, dass das nicht passieren wird. Die Sache ist, dass ich schon mit meinem Upload... Was mache ich denn jetzt? Das Schild Creeper. Also erstmal nehme ich mein Schild in die Hand. Aber komme ich an dem vorbei? Der ist nicht in die... Ich bin einfach der Profi, Digga. Die Sache ist, dass ich an jedem Video erstmal in der Vorbereitung, in meiner Testwelt, um zu gucken, ob alles so klappt, wenn ich Sachen baue etc. pp. Dafür brauche ich mehrere Stunden. Dann für die Aufnahme brauche ich auch meistens so 2 Stunden und dann nochmal mit dem Schnitt auch nochmal so 5 Stunden wegen den ganzen Texteinblendungen für die Tiere und so. Das dauert ein bisschen und das ist halt alles mit Keyframing ziemlich anstrengend. Deswegen ist es aktuell nicht möglich, wenn ich irgendwann einen Cutter habe oder so, dann... Moin. Wenn ich irgendwann mal einen Cutter haben sollte, dann sollte das eigentlich easy machbar sein, dass die Folgen länger gehen. Allerdings möchte ich keinen Cutter haben, weil ich finde, dass dieses Projekt auch davon lebt, dass ich mir... Bro, komm runter, wenn du Eier hast. Komm runter, wenn du dich traust. Komm runter, wenn du dich traust. Komm runter. Ehre. Zack. Tot. Ich möchte keinen Cutter und viele YouTuber sagen mir da immer so, hä, du könntest deine Zeit so viel produktiver nutzen, wenn du einen Cutter hättest, bla bla. Ja, aber mir macht Schneiden Spaß, auch wenn es sehr anstrengend ist und ich finde, das Projekt lebt auch davon. Und ich glaube, es wäre nicht so cool, wenn irgendein Cutter das machen würde, weil er nie direkt komplett meinen Humor und so weiter und so fort treffen würde. Lilly hat gefragt, welche Geschichte findest du von deinem Leben sehr lustig, komisch oder emotional? Was ich generell ein bisschen komisch, lustig bzw. emotional an meinem Leben finde bzw. an mir selber, meinem Charakter finde, ist, dass ich denke, dass alles irgendwie Gefühle hat. Also auch wenn es ein Stuhl ist oder irgendwie so oder irgendein materieller Gegenstand oder so, will ich mich immer ihm gegenüber korrekt verhalten, so dumm das jetzt vielleicht klingt. Aber ich würde jetzt niemals einen Stuhl irgendwie doll gegen den Tisch donnern. Und wenn ich es machen würde, dann würde ich mich danach beim Stuhl entschuldigen. Bin ich schizophren? Wenn du einen Tag lang das Leben mit irgendwem tauschen könntest, wer wäre es? Eigentlich bin ich mit meinem... Oh Leute, Trimax hier. Das kannst du dir nicht ausdenken, Digga. Ich bin noch zurückgelaufen, Digga! Oh! Mann, der Redstone! Das kannst du dir nicht ausdenken! Das kannst du dir nicht ausdenken! Das ist unfassbar! Ich sehe jetzt schon wieder alle Kommentare. Oh, der cheatet total, der hat die Creeper da hingesetzt, der hat das gemacht. Komm, geht weg, geht weg! Wenn ihr irgendwann den Seed bekommt und den kriegt ihr irgendwann mal, dann könnt ihr sehen, dass hier nichts gecheatet ist. Aber das ist ja geisteskrank, ey. Die Creeper, die ich immer so hasse, auf einmal geben die mir hier Diamanten, Digga. Was ist denn jetzt? Schmeiß ich hier meine Spitzhacke auch noch weg. Aber naja, um auf die Frage einzugehen, ich bin eigentlich relativ happy mit meinem Leben. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, boah, guck mal, dem geht's viel besser und da möchte ich unbedingt tauschen. Ich bin total happy über meine Familie. 8 Diamanten haben wir. Wir haben 3 Stück abgebaut. Ich bin total happy über meine Familie und will eigentlich ungern mein Leben tauschen. Deswegen steht das für mich eigentlich nicht zur Debatte. Wenn ich allerdings müsste, dann wäre es, glaube ich, Nick Austin. If you know, you know. Als Frage bzw. eher kleines Thema für die Inselreparatur. Mich würde Mobbing interessieren, ob du Erfahrungen damit hast bzw. hattest und so weiter. Außerdem fände ich es spannend zu hören, ob du so richtige Hater hast, die dich dann wirklich irgendwie auf der Straße, wenn sie dich erkennen, doof ansprechen oder ob es sogar Leute gibt, die rausgefunden haben, wo du wohnst und dich damit dort irgendwie stören oder ähnliches. Danke für deine Frage, Mara. Ich finde die wirklich sehr, sehr cool und solche Fragen fühle ich auch deutlich mehr als beispielsweise irgendwie, was ist deine Lieblingspizza oder irgendwie sowas. Ich glaube, dass es beim Thema Mobbing keine 2 Meinungen geben sollte. Weil Mobbing ist einfach scheiße, Punkt aus Ende. Und ich habe mich ja auch gegen Mobbing schon oft stark gemacht in Kampagnen und so weiter und so fort. Und obwohl ich zum Glück nie Erfahrungen mit Mobbing machen musste, kann ich mich wirklich da hineinversetzen in Menschen und kann mir vorstellen, wie schlimm es ist, wenn man gemobbt wird. Was ich euch einfach nur sagen kann, falls ihr darunter leiden solltet, ist, es hält nicht für immer an. Und bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich habe nur noch mit ganz, ganz wenigen Leuten von damals zu tun. Ich war mit 140 Leuten in einer Stufe auf dem Gymnasium, also da habe ich noch mit 5 Leuten oder sowas zu tun. Also man hat wirklich mit Mobbing... Ich habe eine Höhle gefunden. Moin Leute, Trimax hier.
Ich sag da einfach gar nichts mehr zu. Um das Thema kurz zum Ende zu bringen, es ist immer Licht am Ende des Tunnels und ihr solltet euch von Leuten, die es zu ihrer Hauptaufgabe machen, anderen Leuten Schaden zuzufügen, überhaupt nicht irgendwas sagen lassen. Und mit den Hatern, die andere Sache, die du mich gefragt hattest, Mara, ich hatte tatsächlich noch nie jemanden auf der Straße. Mein Inventar ist voll. Bin ich lost hier schon wieder? Ich habe noch nie jemanden auf der Straße getroffen, der mich dann wirklich beleidigt hat oder irgendwie doof angemacht hat oder so. Also ich glaube, die meisten Leute, die haten, machen das ja auch mit irgendwelchen anonymen Accounts oder irgendwie so. Und die haben dann in Real Life wahrscheinlich einfach nicht den Mumm, einem das auch so zu sagen. Deswegen lass dir nicht sagen, erst recht nicht von Cybermobbing-Leuten. Das ist noch deutlich feiger, als wenn Leute das in echt machen. Das ist wirklich unfassbar und ich finde es auch gut, dass da Deutschland im nächsten Jahr ein bisschen durchgreifen will im Internet. Und so Leute, dass ich wirklich Stalker hatte, das ist schon relativ häufig passiert. Also ich hatte auch hier in Hamburg schon oft Leute in der Tiefgarage, die haben mir mein Auto zerkratzt oder mir Eier in den Briefkasten gesteckt. In Köln hatte ich Leute im Treppenhaus stehen. Das sind einfach die Schattenseiten. Damit muss man leben und da berichte ich zwar nie drüber und das regt einen natürlich auf, aber dafür hat es auch ganz, ganz viele Vorteile in meinem Leben hier und ich möchte mich überhaupt nicht darüber beschweren. Frage zur Inselreparatur. Welches Videoformat von deinen magst du am meisten? PS, liebe deine Videos. Ich glaube, das checkt man relativ schnell, wenn man sich meinen Kanal aktuell anschaut. Momentan macht mir einfach dieses Minecraft-Projekt extrem viel Spaß, weil es ja auch so ein Community-Ding irgendwie ist. Es ist nicht einfach nur mein Projekt und ich habe hier meine Welt und Ende, sondern es ist unsere Welt und wir alle machen dieses Projekt zu dem, was es ist und deswegen feiere ich das am meisten. Was schmeiße ich denn jetzt mal hier hin? Ich muss wieder nach oben gehen und mich ausleeren. Frage für die Inselreparatur-Folge. Wird das Projekt später enden und es kommen neue Projekte oder nur das? Das kann ich dir ehrlich gesagt noch gar nicht richtig beantworten. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, plane ich hier wirklich nur von Folge zu Folge. Also klar, ich habe eine Notiz, wo ich so Ideen drin festhalte und mir so ein bisschen überlege, okay, das hier ist jetzt eher so eine Inselreparatur-Folge, eine ein bisschen ruhigere Folge, dann wird die nächste Folge morgen so ein bisschen krasser. Wir gehen in die Höhle und so. Sowas plane ich natürlich. Digga, oh mein Gott, Alter, halb einen Herzinfarkt hier wegen dir bekommen. Was ich allerdings natürlich nicht plane, ist, hey, das Projekt soll jetzt genau 50 Folgen lang gehen oder nach 100 Folgen fängt Staffel 2 an oder so. Ich möchte das einfach so lange machen, wie es mir Spaß macht und wenn es mir irgendwann keinen Spaß mehr macht, dann mache ich es halt nicht mehr, dann wird wieder was anderes kommen vielleicht. Aber aktuell macht mir das halt Spaß und das ist einfach mein YouTube-Kanal. Also ich mache das immer, worauf ich Bock habe und ich glaube, es gibt keinen Kanal in YouTube Deutschland, der so viel verschiedene Sachen macht wie ich oder so viele verschiedene Sachen schon gemacht hat. Also ich habe ja Vlogs gemacht eine Zeit, Reactions, Gaming, alles mögliche, Challenges und jetzt gerade ist es halt Minecraft, was mir am meisten Spaß macht. Lulu möchte wissen, was der größte Flex in meinem Leben ist. Das. Ich kann mit meinem rechten Ohr wackeln. Hättest du je gedacht, dass wir dieses Projekt so hart feiern? Ganz einfache Antwort. Auf gar keinen Fall. Ich hätte nie gedacht, dass Minecraft noch so viele Leute begeistert und ich habe das Projekt ja auch gestartet und die ersten Folgen liefen auch überhaupt nicht gut. Also klar, da waren hunderttausende Aufrufe, logisch, das ist richtig geil und da bin ich auch richtig froh drüber und stolz drauf. Und solange sich das auch nur 10 volle Leute angucken, ist es für mich ein voller Erfolg. Aber es war wirklich so, dass die ersten Folgen im Vergleich zu meinen anderen Videos nicht so krass abgingen und das kam wirklich erst mit der Zeit. Und mittlerweile ist jedes neue Video, was ich irgendwie hochlade oder fast jedes Video, in den deutschen YouTube-Trends, als wenn ich die schon irgendwie abonniert hätte oder so. Und da freue ich mich extrem drüber. Und ich kann mir das auch einfach nicht erklären. Ich sehe auch anhand der Bewertungen, die waren noch nie so gut. In meinem ganzen YouTube-Laufbahn-Dingsbums hatte ich solche kranken Bewertungen. Also ich glaube, man sollte wirklich einfach das machen, worauf man Bock hat und dann hat man auch Erfolg. Wenn du in ein Land fliegen könntest, halt ohne diese ganze Situation, welches wäre es dann? Ich glaube, wenn ich jetzt in irgendein Land reisen dürfte, ganz abseits von Corona und so weiter und so fort, wäre das Island. Schui, was machst du da unten? Chillig. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen altmodisch, aber ich hätte richtig Lust, mal in Island einfach wandern zu gehen. Und ich habe damals einen Roadtrip ja mit Max gemacht durch Wales. Und das war mit der coolste Urlaub, den ich je hatte, weil wir einfach in Wales rumgefahren sind mit dem Auto. Es waren wunderschöne Landschaften und mich kannst du mit sowas wirklich begeistern. Ich bin auch ein riesiger Naturdoku-Fan. Und klar, ich freue mich auch mal wieder nach Ibiza zu fliegen und ein bisschen Party zu machen und in der Sonne zu liegen. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann auf jeden Fall Island. Für die Inselreparatur-Folge, wie viele Crushes hattest du jetzt eigentlich schon? Die Frage kann ich dir wirklich nicht richtig beantworten. Klar, wenn man auf TikTok mal unterwegs ist oder auf Instagram entdecken, dann sieht man halt oft mal Mädels, wo ich mir so denke, boah, wenn die jetzt hier wäre, dann würde ich dir mal komplett übers Gesicht lecken. Aber wie viele Crushes ich insgesamt schon hatte, kann ich dir nicht sagen. 2000. Frage für die nächste Folge. Warum hast du mit YouTube angefangen? Liebe dieses Projekt. Erstmal danke für dein Kompliment, Honey. Ich finde es immer wieder so unfassbar komisch, das zu sehen, wenn Leute mir einfach schreiben, boah, ich liebe das. Oder letztens hat mir einer geschrieben, ich gucke die Folgen immer mit meiner ganzen Familie abends, wo ich mir dann einfach so denke, what? Warum? Ich versteh's nicht. Den Grund, warum ich mit YouTube angefangen habe, habe ich ja bereits vor ein paar Minuten in dieser Folge hier gesagt. Und zwar war das ganz einfach Gronkh.
Der hat ein... Och, Digga, ich habe schon wieder sowas entdeckt hier. Was ist dein Lieblingschips- oder Pringles-Geschmack? Ganz simple Frage, deswegen von mir auch eine ganz simple Antwort. Crunch-Chips Western-Style. Die feiere ich wirklich extrem. Die sind vielleicht ein bisschen zu intensiv für den einen oder anderen, aber ich finde die eigentlich ganz cool. Und welche ich auch noch ganz nice finde, die sind auch ein bisschen weniger ungesund. Das sind die Linsen-Chips-Paprika. Die sind richtig wild. Keine bezahlte Werbung. Frage für das nächste Video. Hast du irgendein großes Ziel jetzt in deinem Leben oder einen großen Wunsch? Finde dich sehr sympathisch. Danke für die Frage, Lara, und auch danke dir für das Kompliment. Die Sache ist, dass ich früher wirklich krasse Ziele hatte. Also beispielsweise, hey, ich möchte Eigentum haben, ich möchte mir eine eigene Wohnung kaufen, ich möchte, das habe ich gerade rausgefunden, dass ich hierauf einfach atmen kann. Also früher hatte ich wirklich riesige materielle Ziele in die Richtung, hey, eigene Wohnung und finanzielle Unabhängigkeit und ein cooles Auto und coole Klamotten und eine coole Uhr und sowas alles. Irgendwann mit der Zeit habe ich dann aber gemerkt, als ich mir die Ziele erfüllt habe und mir die Wünsche erfüllt habe und die Träume erfüllt habe, dass einen das nicht zu einem besseren Menschen macht. Man wird nicht glücklicher, nur weil man materielle Dinge besitzt. Und das finde ich sehr wichtig, euch einfach auch mitzugeben. Also eifert nicht irgendwelchen Leuten hinterher, nur weil sie jetzt vielleicht viel Geld haben. Klar, dann gehen einige Probleme wirklich weg, aber viele neue Probleme kommen auch. Also man wird nicht glücklicher, nur weil man materielle Dinge hat. Und das habe ich in dem Sommer dieses letzten Jahres realisiert, wo ich eine lange YouTube-Pause gemacht habe, wo ich so ein bisschen die Motivation verloren habe. Und die ist jetzt wiedergekommen, auch mit diesem Minecraft-Projekt, weil ich einfach das mache, worauf ich Bock habe. Und deswegen ist mein großes, übergeordnetes Ziel aktuell, liebe Lara, einfach glücklich sein. Und ja, einfach glücklich sein, Spaß an allem haben, was man macht. Wenn jemand in dein Haus einbricht und du dich in einem Raum deiner Wohnung für, sagen wir mal, 20 Stunden, frag nicht wieso, einschließen müsstest, welcher wäre es? Du kannst doch einen Raum wählen, in dem man sich eigentlich nicht einschließen kann. Bro, ich habe keine Ahnung, wie du auf die Frage kommst und ich werde sie dir auch nicht beantworten, weil das wird gar keinen Sinn machen. Wenn jetzt irgendein Einbrecher hier gerade zuguckt, dann weiß er ja, wo ich mich dann verstecke. Das ist halt ein bisschen kontraproduktiv. Frage für die Inselreparaturfolge. Welches deiner Tiere außer Baloo magst bzw. mochtest du am liebsten? Das mag jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingen, weil das jetzt kein einzelnes Tier ist oder kein einzelner Villager, whatever. Allerdings, wenn ich mich entscheiden müsste, sind es tatsächlich die Pilzkühe, die ich ja vor einigen Folgen getötet habe. Und da habe ich wirklich im Video eine kleine Träne verdrücken müssen, als ich die ganzen Kühe da getötet habe. Und als ich im Schnitt dann über die Pilzkühe noch hingeschrieben habe, bitte nicht. Und ich habe diese traurige Musik von wegen, es tut mir leid und so auf Englisch und so alles, als ich das da drüber gepackt habe, da habe ich auch nochmal eine Träne verdrückt. Also das sind tatsächlich die ich am meisten mochte, weil sie mir halt nichts getan haben und ich sie einfach alle getötet habe. Aber ich musste es tun. Fürs Leder. Aber sonst würde ich sagen, das Schweinchen, oder? Also ganz hinten auf jeden Fall das Schaf. Hattest du schon mal ein paranormales Erlebnis? Wenn ja, welches? Erzähle es uns bitte. Ich liebe solche Geschichten. Vera, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich glaube nicht an irgendwelche paranormalen Dinge. Ich glaube nicht an Geister und keine Ahnung was. Es ist ein bisschen doof, dass ich dann eigentlich an Gott glaube, wenn ich eigentlich so wissenschaftlich an solche ganzen Sachen rangehe. Allerdings, ja, glaube ich eigentlich nicht an irgendwelche Sachen. Was Komisches, was mir mal passiert ist, ist, dass ich eigentlich mich ins Bett gelegt habe und die Tür hinter mir zugemacht habe. Und dann lag ich im Bett und am nächsten Morgen kam ich halt aus meinem Bett raus und die Tür war sperrangelweit offen. Und dann meine ich nicht, ich habe die Tür angelehnt und durch einen Windzug ist sie aufgegangen, sondern ich habe sie wirklich zugemacht und abgeschlossen. Was ist eines der lustigsten Ereignisse aus deiner Schulzeit? Greta, das wüsstest du, wenn du mein Buch gelesen hast. Hallo, mein Name ist Luca. Ein Buch, was meine Mutter und ich über mein Leben geschrieben haben. Wenn ihr euch den fetten Schinken allerdings nicht bei Amazon bestellen wollt, dann kann ich euch das jetzt hier auch nochmal ganz kurz erklären. Und zwar habe ich ein Wettrennen gemacht mit einem Kollegen bei uns damals auf dem Pausenhof von der Grundschule. Und wir hatten, beziehungsweise habt ihr wahrscheinlich auch vor den Schultüren so Gitter, damit man da jetzt seine Schuhe drauf ausschlagen kann, damit man nicht den ganzen Dreck mit nach drinnen trägt. Und das war halt im Winter und das war halt alles ein bisschen glitschig. Und wenn man das Wettrennen gemacht, bist du der Tür und ich bin halt auf diesem Gitter ausgerutscht, weil das so glatt war und bin mit meinem Knie frontal in die Scheibe von der Schultür reingekracht und dann brauchte die Schultür eine neue Scheibe. Und keiner konnte in den Unterricht gehen, weil alles voll mit Scherben lag. Und das war ziemlich peinlich. Was war das? Habt ihr es gehört? Kam das von hier irgendwo? Was war das für ein Geräusch? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich verpiesel mich hier auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwer ankommt und mir irgendwas klaut oder irgendein Monster wieder oder irgendwie so. Aber die Kohle hier vorne nehme ich nochmal ganz kurz mit. Ich würde allerdings sagen, dass wir das Meinen an der Stelle jetzt auch beenden. Und ihr seht ja unten in meinem Inventar, ich habe 6 Stacks Steine. In meinem Inventar habe ich generell noch ein bisschen mehr. Damit werde ich jetzt mal so ein bisschen Inselreparatur betreiben. Ich bin in der Aufnahme schon bei 2 Stunden und bin ja auch ordentlich vorangekommen, was das Meinen angeht. Ich glaube, wir bräuchten sogar vielleicht irgendwann nochmal eine zweite Inselreparaturfolge. Allerdings
würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Und zwar fragt die liebe Anna, wie lange verbringst du zur Zeit, um für uns Videos zu schneiden? Habe ich ja, glaube ich, zu Beginn schon so ein bisschen gesagt. Es kommt so ein bisschen drauf an, wie aufwendig die Folge ist. Zum Beispiel bei sowas hier, da steckt in der Vorbereitung eigentlich fast gar keine Zeit. Klar, ich musste hier die ganzen Kommentare raussuchen und so, aber das dauert ja jetzt nicht lang, das dauert vielleicht eine halbe Stunde. Aber wenn es so um Folgen geht, wie beispielsweise, hey, ich baue ein Baumhaus oder ich baue keine Ahnung was, dann dauert die Vorbereitung halt erstmal so ein paar Stündchen und dann halt die Aufnahme meistens so 2 Stunden und dann der Schnitt auch nochmal so 5 Stunden. Aber es macht mir halt Spaß und ich, werde der Letzte sein, der sich jemals über Schnitt beschweren wird. Kannst du uns mal bitte den Seed zeigen? Zusammen mit dem Kommentar, dass ich doch bitte längere Folgen hochladen soll, ist das wirklich das, was am meisten unter meine Videos geschrieben wird. Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Meine Welt ist extrem geil. Ich feiere die übertrieben. Und man findet den Seed auch nirgendwo im Internet, weil ich die Welt halt einfach so random erstellt habe, als ich das Projekt gestartet habe. Deswegen möchte ich das Ganze auch noch ein bisschen geheim halten, weil ich halt einfach nicht gespoilert werden möchte. Und dass Leute, und das weiß ich, wenn ich den Seed raushaue, mir direkt schreiben, hey Luca, guck mal, ich bin da und dahin gefahren, da ist noch eine Schatzkarte. Luca, guck mal da, da ist eine kranke Höhle. Luca, wenn du uns enden möchtest, das ist da vorne an der Stelle. Sowas möchte ich einfach nicht. Ich möchte mir nicht den Spaß nehmen lassen, so dumm das jetzt vielleicht klingen mag, auch wenn es mich halt weiterbringt, wenn ihr mir dann helft und so. Aber der Seed kommt vielleicht bei Folge 100 oder irgendwie so. Und das war allerdings auch schon die letzte Frage, die ich mir für heute rausgesucht habe. Ich hätte halt nicht gedacht, dass wir hier so lange am Rummeinen sind und dass die Höhlen hier wirklich so riesig sind, die wir hier hinterlassen haben. Allerdings können wir das hier auf jeden Fall jetzt erstmal füllen mit den Materialien, die wir uns in der Höhle zusammengesucht haben. Also, ich hoffe schon mal, euch hat die Inselreparaturfolge vielleicht so ein bisschen gefallen. Wenn ihr jetzt immer noch dran sein solltet, dann schreibt mal in die Kommentare, welches euer Lieblingsbiom in Minecraft ist. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, wer von euch so lange beim Video dran ist. Ich setze hier vorne nochmal das Dings in so ein bisschen Erde, dann sieht man das nicht. Hier drunter ist auf jeden Fall jetzt kein Hohlraum mehr. Was ich auf jeden Fall noch schaffen möchte, ist hier vorne an der Ecke. Moment, hi Baloo! Ich weiß nicht. Was willst du mit dem Knochen machen? Ah ja, chillig. Hier vorne muss ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen Inselreparatur betreiben. Ich weiß nicht mehr genau, wo das hier war. Ah doch, hier sind wir schon. Ach, hier sind wir schon wieder in der... Lol, was? Ist das so riesig hier unten? Ach stimmt, mir fällt gerade auf, dass ich das hier alles schon zugemacht habe, als ich in der Timelapse vor ein paar Folgen das hier gemacht habe. Warte, das hier könnte ich mal Baloo mitbringen. Muss ich mal ganz kurz die Stöcker dahin. Das könnte ich Baloo auf jeden Fall ein bisschen verfüttern. Dann hat er ein bisschen Fleisch zu essen. Das habe ich schon wieder vergessen, dass ich das ja schon alles zugemacht habe. Das ist ja eigentlich ganz gut. So, wir nehmen mal ganz kurz das Fleisch, packen es hier hin, können das dann Baloo geben. Dann hat er ein bisschen was zu essen. Zack. Was wir aber auf jeden Fall dann machen können, ist ganz kurz in dem Bereich, wo die Höhle ist. Wo sind denn die Stöcker? Hier vorne. Die nehmen wir mit. Die nehmen wir, den Sand lasse ich hier. In dem Bereich der Höhle können wir jetzt auch mal ein bisschen zubauen. Hier vorne, da wo das Skelett ja vorhin aufgetreten ist. Damit es einfach auch hier so ein bisschen zugebauter ist. Ich habe total vergessen, was ich gerade sagen wollte. Ich setze mir ganz kurz eine Fackel hin, dass es für euch ein bisschen entspannter ist zum Zuschauen. Das hier würde ich sagen, baue ich noch zu. Was ist denn das? Ey, da kann ich mich ja gar nicht dran erinnern. Was ist denn hier? Was habe ich denn hier alles Und hier auch noch alles zu, dann kann ich mich hier erstmal wieder hochbauen und diese Ecke haben wir dann auf jeden Fall schon mal zugebaut. Da ist gerade eine Menge Sand runtergefallen, ich weiß nicht, ob wir jetzt so einen kleinen Sandrutsch vorne an unserem Strand haben. Da möchte ich übrigens auch noch ein bisschen was bauen, so eine Strandliege und so weiter und so fort. Beziehungsweise wenn wir in das ganze Malediven-Ding so ein bisschen, wenn wir damit anfangen, mit den ganzen kleinen Inselchen und so, dann möchte ich da auf jeden Fall so eine kleine Partyinsel machen, eine kleine Strandinsel und so. Das fände ich auf jeden Fall ganz cool. An der Seed noch hier vorne hin, ey, das ist ja so irre, ich war fast eine Stunde unten in der Höhle am Meinen. Klar, wir haben auch eine Menge Erz und so gefunden, aber trotzdem habe ich jetzt nur so ein bisschen hier hingekriegt von der Inselreparatur. Ich wollte eigentlich die komplette Höhle noch zubauen, aber zumindest haben wir das hier dann erstmal so ein bisschen hier für Ordnung gesorgt, damit hier jetzt nicht so krass viele Monster auftreten aus den Ecken. So zack, das ist eigentlich alles, was ich an Materialien habe, um hier alles mal so ein bisschen zuzubauen. Also der ganze Bereich da ist zu, da sollte zumindest erstmal nichts mehr spawnen hoffentlich. Hier unten könnte ich nochmal eine Fackel hinsetzen, damit das auch ein bisschen heller noch ist. Ich gehe jetzt mal hoch und schau mal ganz kurz, ob hinten am Strand irgendwas abgerutscht ist von dem Dingens, von dem, hier ist nichts gestüpft, ne? Der Apparat. Das ist echt scheiße mit diesen Spiegeldings da. Hier nehme ich noch kurz ein bisschen Sand und baue das hier wieder zu. Hier macht zwar Erde mehr Sinn, aber das machen wir dann einfach in der nächsten Inselreparaturfolge. Ich bin auf jeden Fall happy über das, was wir geschafft haben. Wir haben zwar hier rechts ja noch diesen kleinen Raum, den müssen wir noch zumachen hier drunter, aber zumindest das Riesenloch unter meinem Haus haben wir zu. Das hat mich jeden Tag so ein bisschen getriggert, dass ich wusste, dass hier drunter nur Hohlraum ist. Ja, damit würde ich die Inselreparaturfolge und die generelle Folge an der Stelle jetzt allerdings auch beenden. Was machst du denn schon wieder hier?
Ja, besser so. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Vielleicht war ja euer Kommentar und eure Frage heute auch mit drin. Wenn ihr das Video bis hierhin geschaut haben solltet, dann danke, danke, danke für euren riesigen Support. Abonniert meinen Kanal, falls ihr noch kein Teil der Loot Crew seid und die nächste Minecraft mit Luca-Episode morgen nicht verpassen wollt. Sorry, dass dieses Video eigentlich gestern kommen sollte und gestern nicht gekommen ist, aber ich wusste nicht, dass ich jetzt 2 Stunden lang Inselreparatur betreibe. Das ist die mit Abstand längste Folge bisher aus diesem Projekt. Von daher hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war nicht allzu langweilig und die letzten Worte hat der Villager. Mache ich jetzt. Ciao. Will der Typ mich verarschen? Komm, haut rein.